Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich was Besonderes für euch wieder vorbereitet. Und zwar habe ich hier einen Elektro-Rasenmäher vom Hersteller TechLife. Die sind bekannt für verschiedene Werkzeuge für den Heimwerker zu Hause. Von Elektroschrauber bis Schleifapparate und Kreissägen und so weiter. Und viele weitere tolle Tools, die man zu Hause so gebrauchen kann. Hier handelt es sich um einen Elektro-Rasenmäher, wie gesagt, mit 1600 Watt Leistung, die auch relativ sehr stark sind und auch ein gutes Ergebnis erzielen lassen. Ich wollte es einfach ein bisschen näher zeigen und ihr seht auch hier schon den ganzen Lieferumfang. Einmal haben wir links hier den Elektro-Rasenmäher und rechts eine Gras-Auffangbox mit 40 Liter Volumen. Je nachdem, welche Schnittbreite ihr nutzt, wie viel Gras ihr da ummäht, sage ich mal, müsst ihr das natürlich auch öfter entleeren. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, hinten den Gang zu schließen, damit in den Auffangbehälter nichts geht, sondern damit das Gras unten einfach wieder rausfällt und damit auch die Auffangbox nicht voll wird. Die könnt ihr einfach abnehmen, wenn ihr sie nicht braucht. Ja, was haben wir? Wir haben hier eine 38 cm Schnittbreite. Das Tolle ist, dass die Messer ungefähr, ich zeig's euch mal, vielleicht noch einen Zentimeter rüber vom Kunststoff her schneiden. Das heißt also ziemlich auch randnah schneiden. Und das ist schon mal ganz prima, damit man auch an die Ränder gut rankommt. Des Weiteren habt ihr hier sechs verschiedene Höheneinstellungen, sag ich mal, von 25 mm bis zu 75 mm, Millimeter Schnitthöhe, die könnt ihr hier einstellen. Einfach hier mit diesem Hebel hier könnt ihr das einfach, so ihr seht es vielleicht, ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber ihr seht, das ganze Gerät geht immer weiter höher und ihr habt dann hier einfach eine größere Schnitthöhe, die ihr einstellen könnt, wie gesagt. Ja, dann haben wir hier oben einen Griff, mit dem ihr das Gerät auch praktisch hin und her bewegen könnt, also aufräumen, tragen und so weiter, für den Transport einfach super einfach. Dann haben wir hier Kunststoffräder, die haben hier 15 cm circa Durchmesser und im hinteren Bereich haben wir 20 cm Durchmesser. Das ist auf jeden Fall ganz gut für unebene Gelände, wo ihr damit Rasenmähen tut und da kommt ihr einfach besser weg damit. Ja, was haben wir noch? Wie gesagt, ist ein Elektrorasenmäher. Hier oben befindet sich dann der Anschluss, wie ihr sehen könnt. Hier könnt ihr einfach euer Verlängerungskabel anschließen und auch dann direkt loslegen. Hier oben haben wir dann den Gashebel sozusagen, den ihr dann auf der anderen Seite arretiert. Das zeige ich auch gleich. Ja. Schauen wir noch mal ganz kurz hier hinten nach, wo hier die Aufwandbox drauf kommt. Hier öffnet ihr einfach diesen Deckel hier und hängt dann hier an diesen zwei Dingern hier die Aufwandbox auf. Das mache ich jetzt kurz. So, das schaut dann das Ganze so aus hier mit der Aufwandbox hier drauf. Und ich finde auch optisch macht das auf jeden Fall was her. Auch von der Verarbeitung ist es klasse. Ich konnte keine Makel irgendwie finden. Sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus und auch von der Farbkombination hier, wie das auch bei TechLife so üblich ist, mit Orange und Schwarz, schaut richtig cool aus. Ja, was ihr noch machen könnt, um Platz zu sparen zum Beispiel, ist hier einfach diese Dinger hier zu lösen und hier oben auch nochmal am Griff und dann könnt ihr das alles hier nach links wegklappen und dann nimmt es sehr wenig Platz weg. Das zeige ich euch auch gleich nochmal am Ende des Videos. So. So, hier haben wir diese Taste, die wir zum Arretieren brauchen, wenn wir den Gashebel drücken. Und damit dann man hier nicht die ganze Zeit am Gashebel halten muss. So, hier haben wir auch nochmal die Unteransicht vom Rasenmäher. Ihr seht alles Kunststoff. Hier befindet sich dann das Messer. Und wie gesagt, ihr habt nur circa einen Zentimeter bis zum Kunststoff hier geht das Messer. Das heißt, ihr kommt wirklich gut an die Ränder ran. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Das sind hier die Messer. Die kann man auch eventuell vielleicht
herausnehmen zum Schleifen, falls nötig, falls sie irgendwann mal stumpf werden sollten. Und ja, einfach mal nachschärfen. So, ich habe jetzt auch das Gerät direkt mal angeschlossen hier an mein Verlängerungskabel. Der Vorteil von Benzinrasenmähern ist auf jeden Fall, dass ihr an keine Steckdose gebunden seid und so euch eigentlich etwas freier bewegen könnt. Aber dafür habt ihr Vorteile beim Rasenmäher, zum Beispiel beim Elektrorasenmäher, dass ihr auf jeden Fall keinen Gestank von Benzin habt. Und auch so weniger Dreck dann auch vielleicht in der Garage oder was auch immer, weil ihr kennt das bestimmt mit diesen Benzinrasenmähern, wie das halt so ist auf jeden Fall. Ja, als noch ein kleiner Nachteil vielleicht, wie gesagt, ihr braucht lange Verlängerungskabel oder auch mehrere Steckdosen, damit ihr einfach dann überall hinkommt, wenn ihr ein großes Gelände habt. Das müsst ihr dann abwiegen, ob für euch sowas überhaupt in Frage kommt. So, angeschlossen habe ich das Ganze. Um hier das zu starten, muss ich hier, wie gesagt, hier drauf drücken und dann auch direkt hier diesen Hebel hier oben verwenden. Das machen wir jetzt einmal, damit ihr ein kleines, ja, Gefühl bekommt, wie laut das Ganze hier ist. Sobald ihr loslässt, schnallt hier die Sicherung wieder zurück und das Gerät schaltet sich ab und geht auch nicht an, wenn ihr den Hebel hier drückt, bevor ihr nicht selber hier die Sicherung wieder reindrückt und dann den Hebel erst benutzt. Das dient einfach zur Sicherheit. Was mir noch gut gefällt, ist hier dieser Softgriff. Auch bei kälterem Wetter zum Beispiel ist das auf jeden Fall schön angenehm warm und zum Halten auf jeden Fall sehr griffig. Und ja, ich zeige euch das Ganze nochmal hier, wie das zusammengeklappt ausschaut, damit ihr seht, wie viel Platz das wegnimmt. So, und das ist der zusammengeklappte Zustand. Ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dank auch dieser Schnellspannvorrichtung hier, die man an beiden Seiten lösen muss und einmal hier vorne, kann man das einfach schnell und einfach zusammenklappen und es nimmt auch, wie gesagt, keinen Platz weg. Schauen wir vielleicht nochmal hier so von vorne drauf. So schaut das Ganze aus. Und es ist, wie gesagt, super praktisch, um das einfach schön in der Garage zu verstauen und platzsparend aufzuräumen. Ja, das war's auch eigentlich schon. Ich habe leider jetzt keine Möglichkeit, euch irgendwo zu zeigen, wie der wirklich den Rasen draußen mäht. Da wir teilweise noch sogar Schnee rumliegen haben und noch nicht einmal richtig Gras gewachsen ist. Und ich auch nicht zu meinen Nachbarn rennen möchte und fragen, ob ich seinen Rasen mähen dürfte. Ja, das war's soweit von mir, Leute. Und ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Freut euch auf neue, coole Videos, die ich für euch vorbereitet habe. Und hier noch an der Stelle nochmal vielen Dank an die ganzen Abonnenten und Likes. Ich freue mich immer wieder, wenn ich neue Abonnenten bekomme. Und macht weiter so, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.